Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Radtour. Es ist Sonntag, der 11. Juli. Das Wetter ist heute nicht so besonders. Es hat den ganzen Tag geregnet. Jetzt so 20 vor 4 habe ich vor, nach Ruppolding zu radeln. Und dort möchte ich versuchen, die Steinbergalm zu erreichen. Die liegt so bei 1000 Meter Höhe. Es ist eine kleine Herausforderung für mich, bin ich nicht gewohnt. Also schauen wir mal, ob wir es schaffen. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Für mich geht es jetzt erst einmal hier von Traunstein Richtung Sixdorf, Eisenerz und dann nach Ruppolding. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Ja, und die Wolkendecke reißt sich doch noch auf. Wie schön. Dann könnten wir auch Glück haben, dass wir oben ein bisschen Aussicht haben. Ja, und ich bin gespannt, wie es jetzt wird mit den ganzen Regen, ob es recht schlammig wird auf den Radwegen oder ob die gut zu fahren sind. Lassen wir uns einfach überraschen. Ja, und jetzt, wo die Sonne rauskommt, wird es auch schon wieder ganz schön dampfig. Im Hintergrund höre ich schon den Zug von Traunstein nach Ruppolding bzw. umgedreht. Woher er jetzt kommt, kann ich noch nicht hören. Ja, und der Blick lichtet sich. Die Berge werden frei, die Wolken steigen auf. Das ist natürlich jetzt ideal. Und hier von Traunstein nach Sixdorf hat es einen sehr schönen Radweg. Geteert an der Bahnschiene entlang, am Fluss entlang. Ja, einfach schön. Ja, und wie ich gesagt habe, von Traunstein nach Ruppolding. Der Schienenverkehr von Eisenerz bis Ruppolding, naja, da geht es so an der Straße entlang. Da habe ich auch noch keinen besseren Weg gefunden. Wurde mir auch noch nicht die Mühe gemacht, mal richtig zu erkunden, ob es da noch einen anderen Weg gibt. Und der Zug entgegengesetzter Richtung, nehme ich an. So, ich bin in Sixdorf. Und hier geht's Richtung Mammutmuseum. So, nachdem ich jetzt hier das Stück an der Straße entlang gefahren bin, geht's für mich jetzt hier wieder rein, dem Radweg entlang und folge den Schienen und dem Fluss, diesmal von der anderen Seite. Da steckt schon Kraft dahinter. Und der Weg ist zu jeder Jahreszeit schön.
Ja, und wenn man hier links und rechts schaut, steht das Wasser schon gescheit drin. Aber die Wege sind frei und fest. Ja, und hier geht's Ruhpolding an der Stadtstraße entlang. Ah, und da drüben wäre Ruhpolding 6 Kilometer ausgeschildert. Jetzt schauen wir mal, ob wir einen anderen Weg finden. Ruhpolding an der Stadtstraße und Hörgering. Ruhpolding 6,3, 4,6, hier 2 Kilometer weiter. Aber ich möchte ja auch mal neue Wege kennenlernen. Also versuchen wir's. Jetzt bin ich gespannt. Ruhpolding, 6,1 Bahnhof. Hauptsache, das geht nicht ganz so steil. Ja, und da geht es schon hoch. Aber macht nichts. Drüben wäre es auch ein Stück hochgegangen. Jetzt lassen wir uns einfach überraschen, wo dieser Weg lang führt. Auf jeden Fall scheint er ruhiger zu sein als auf der Stadtstraße. Kein Fahrradschild, also fahren wir erstmal geradeaus. So, das Navi will immer wieder rüber zur Stadtstraße, aber da vorne kommt zum Glück ein Fahrradhinweisschild, dass der Radweg geradeaus geht. Dann fahren wir den natürlich auch, weil wie gesagt, nicht immer an der Straße lang. Weil das Navi hat sich natürlich jetzt ausgeklingt, das wollte an der Straße lang, ich nicht. Also müssen wir jetzt den Weg selber finden, beziehungsweise der Beschilderung folgen und hoffentlich nichts übersehen. Wenn ihr hier mal herkommt, nehmt wirklich die 2 Kilometer mehr im Kauf. Es ist wesentlich angenehmer und ruhiger zu fahren. Und es ist nicht nur angenehmer und ruhiger zu fahren, sondern hat auch eine fantastische Aussicht. Hier geht's runter. Das heißt, irgendwo wird es auch wieder hochgehen. Oh ja. Es ist natürlich entlang der Straße nicht ganz so steil. Ja, hier geht's ganz schön hoch. Hier gibt's eine Mountainbike-Strecke. Rot markiert. Das ist aber nicht das, was ich will. Hui. Ja, und Ruhpolding liegt vor mir. Aber hier ging's dann auch gescheit bergauf. So, hier ist Navi, hat sich wieder dazu geschaltet und sagt mir, ich muss hier rechts rein. Schauen wir mal. Also ganz so falsch kann es nicht sein. Thank you.
So, und hier hat es jetzt den Bahnhof von Ruhpolding. Und ich muss mal schauen, wo ich jetzt weiter lang muss. Noch 5 Kilometer bis zur Steinbergalm. So, ich bin jetzt am Fuße des Berges und der sagt ziemlich steil nach oben. Also ich bin echt gespannt, so die nächsten 4-5 Kilometer. 1 Kilometer bis Meier geschwind. Und hier ist die Steinbergalm und die Blicknaalm angeschrieben. Oh, zu Fuß hat es 1 Stunde und 15 Minuten bis hoch. Das heißt, nichts Gutes. Oldtimer und Schnauferstall besuchen Sie den Oldtimer und Schnauferstall. Kilometer, 20% Steigung. Das wird lustig. Oder auch nicht. Also hier hat es meiner Meinung nach mehr wie 20%. Das kann ich nicht mehr fahren. Das ist so steil. Da ist Schieben angesagt. Aber wenn ihr von Traunstein, Sixdorf nach Ruhpolding fahrt, nehmt den Weg, den ich jetzt genommen habe. Auch wenn es bergauf, bergab geht, der ist allemal schöner wie an der Straße entlang. Ja, und hier mit der Steinbergalm habe ich mir gescheit was angetan. Oh, ich habe das gar nicht so steil in Erinnerung. Aber gut, ich bin auch noch nie mit dem Radl hier hoch. Und dann noch mit dem Gepäck, vielleicht mit dem Mountainbike wäre es einfacher. Oder E-Bike. Ah, und die Waden brennen. Also das Schieben geht gescheit in die Wadeln, aber ich habe schon noch ein Stück nach oben. Und dann
Und der Wanderweg sorgt bis zur Steinbergalm auf 1000 Meter Höhe, hat es noch 20 Minuten zu Fuß. Und hier hat es die Blick nach Alm. Zumindest habe ich schon mal eine Alm geschafft. Ja, noch hier rinnt es wieder den Berg runter. Und schaut euch diese Aussicht an. Oh, traumhaft. Dafür hat sich der Aufstieg ja schon mal gelohnt. Die Kühe auf der Alm grasen. Von da unten bin ich gekommen. Ja, und da geht's weiter, Hochfällen, zur Mittelstation. Hocherbalm, 1035 Meter, 15 Minuten. Gründlingalm, eine Stunde, Hochfellenseilbahn 45 Minuten. Nach 20 Kilometern und knapp 2 Stunden Fahrt habe ich die Steinbergalm erreicht. Ich bin hier auf 1000 Meter Höhe. Hier wird ein Wanderweg weitergehen Richtung Hochfellenseilbahn, Hochfellen. Aber die werde ich mir jetzt nicht antun. Ich freue mich jetzt auf die Abfahrt und werde es genießen, einfach das Radl rollen zu lassen. Aber ich muss euch sagen, wenn ihr vorhabt, die Steinbergalm zu fahren, nimmt entweder ein Mountainbike oder ein E-Bike, weil das hat schon gescheite Steigung. Stellenweise musste ich schieben, stellenweise konnte ich wieder fahren. Die Waden brennen und die brauchen jetzt bergab erstmal Erholung. Ja, und je weiter ich jetzt hier runterkomme, wird es auch wieder angenehmer von den Temperaturen. Etwas wärmer. Puh. Oben war schon ein bisschen frisch. Und jetzt fahre ich doch die Straße entlang, damit es nicht wieder nur bergauf, bergunter geht. Ich glaube, Höhenmeter habe ich für heute genug.
Adler und ich bin in Eisenerzt. Und von da aus geht es Richtung Siegsdorf, Traunstein. Schöne Ampeln, schon ein ganz anderes Bild. Nach 2 Stunden, 52 Minuten und rund 38 Kilometern bin ich wieder zurück in Traunstein. Ich habe die Steinbergalm erreicht und bin stolz und glücklich. Es war eine schöne Tour. Wenn sie euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr keine Tour verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. So sehen wir uns auch das nächste Mal. Es würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren Anregungen und Ideen einbringt, sodass ich immer wieder Neues entdecken darf und euch auch präsentieren kann. Wir sehen uns das nächste Mal. Lasst es euch gut gehen. Servus, pfiat euch.